Subversive Theorie. Die Sache selbst und ihre Geschichte. Von Johannes Anjoli. Im Wintersemester 1989-90 hielt Johannes Anjoli seine Abschiedsvorlesung an der Freien Universität Berlin. Beginnend mit dem alten Griechenland und dem Spartakusaufstand, über die Bauernkriege, die Renaissance und die Aufklärung hinweg, über Wilhelm Weitling, Karl Marx und Mikhail Bakunin bis in die Gegenwart hinein, zeigt Anjoli, was es heißt, den Antagonismus gegen Herrschaft und Ausbeutung zu praktizieren und ihn zugleich zu denken. Das Buch ist im Saira Verlag in Freiburg erschienen und kostet 15 Euro. Wir senden eine Hörbuchbearbeitung in 15 Kapiteln. Heute hören Sie Subversion auf Deutsch. Mit der Französischen Revolution ist die Epoche der Subversion zu Ende und sie geht über in die Epoche der Revolutionen und der Revolutionstheorien. Hier ist kein Platz mehr für praktische oder theoretische Subversion und es entsteht das Problem, wie es um die Subversion in einer Periode revolutionärer Prozesse bestellt ist. Die Subversion an der Macht, das kann es gar nicht geben, es sei denn, sie ist Revolution geworden und besitzt die Macht. Wie sieht die Subversion in der Revolution aus? Am Beispiel der Enragés, des roten Prälaten Jacques Roux und des Pariser Frauenclubs wurde gezeigt, wie inmitten des revolutionären Prozesses der jakobinischen Revolution sich doch Subversives anmeldete. Aber es war eine Subversion, die die bürgerliche Revolution über sich selbst hinaustreiben wollte. Daraus ergibt sich ein vorläufiges Fazit. Die Subversion ist eine Arbeit auf die Revolution hin. Sie ist eine Umwälzung, vielleicht auch eine des Bewusstseins, in Richtung auf eine radikale, revolutionäre Umwälzung. Das mag der Grund sein, warum am Anfang der theoretischen Tätigkeit vieler Revolutionäre immer die Subversion liegt, das heißt die Renitenz gegen das Vorfindliche. So könnte man sagen, dass sich in den Jugendschriften von Marx Subversives vorbereitet. Die Revolution ist bereits da, aber Marx bleibt zunächst theoretisch wie praktisch subversiv. Dies ist vielleicht der Grund, warum in den Grundrissen, die dem Kapital in der Analyse der kapitalistischen Produktionsweise vorangehen, Marx als subversives Element daherkommt. Antonio Negri hat die Grundrisse deshalb als eine Wissenschaft der Krisen und der Subversion bezeichnet. Gegenwärtig steht die Revolution gewissermaßen im Büßergewand da. Und da stellt sich die Frage, wie es heute um die Chancen der Subversion steht, um die gesellschaftliche Negation. Und dies in einer Gesellschaft, die nicht auf eine revolutionäre Situation zusteuert, wobei retrospektiv von den eigentümlichen, sehr brüchigen Verhältnissen zwischen Revolution und Konterrevolution in Deutschland die Rede sein sollte. Oder davon, wie das negierende Element sich verhält in einer Gesellschaft, deren Kennzeichen die präventive Konterrevolution ist. Die Karlsbader Beschlüsse vom August 1819 kamen vor der Revolution von 1830. Marx hat, vielleicht zu Recht, gesagt, das besondere Merkmal der deutschen Geschichte liege darin, dass die Konterrevolution hierzulande schon da sei, bevor die Revolution, natürlich war die französische gemeint, das Land überhaupt erreicht hat. Die französische Revolution betreffend scheint ein Nachtrag notwendig zu sein. Denn wie verlief die subversive Linie in Deutschland nach der französischen Revolution? Erst unter der Besatzung, dann unter Metternich im Zeichen einer siegreichen Restauration und der Involution einer erneut stabilisierten Staatlichkeit? In dieser Zeit kündigt sich etwas an, was später zur feststehenden Redewendung werden sollte. Das andere Deutschland. Das soll ein Deutschland sein, das stets im stillen Winkel der Geschichte sein eigenes Leben geführt hat. Modern gesprochen könnte man von der ewigen Spaltung zwischen Geist und Macht in Deutschland sprechen. Doch im Kontext der Französischen Revolution war diese Spaltung um einiges konkreter. Sie war nicht etwa eine theoretische Trennung der Intellektuellen vom Volk, sondern die viel schlimmere Tatsache, dass es in Deutschland zwar Jakobiner gab, aber Jakobiner ohne Sans-Culotte, einen Generalstab ohne Armee. Schon Hölderlin fiel diese Spaltung auf und erfasste sie in seinem Gedicht an die Deutschen mit der schönen Metapher »Tatenarm, gedankenvoll«. Die Subversion war ohne jeden Zweifel präsent, aber sie war eine nur intellektuell-akademische Größe und so ist es bis auf den heutigen Tag. Es handelt sich bei den deutschen Jakobinern teils um bekannte, teils um unbekannte Gestalten, von denen einige herausgegriffen werden sollen, um zu zeigen, dass sich etwas tat, was inzwischen in die Vergessenheit abgedrängt worden ist. So der Freiherr Adolf Knigge und sein Zeitgenosse Benjamin Erhard. Benjamin Erhard war eine eigentümliche Gestalt, gewiss ein subversives Element.
Er selbst hielt sich für einen Revolutionär, obwohl er Kantianer war. Er orientierte sich am späten Kant, am Kant des Streits der Fakultäten, am Kant der Parteilichkeit der Wissenschaft, wie der junge Fichte, der sich ebenfalls am späten Kant orientierte. Erhards schwer zu lesende Hauptschrift von 1794 heißt »Über das Recht des Volkes auf eine Revolution«. Erhard ist der Geschichtsschreibung zum Opfer gefallen, der Geschichtsschreibung der Sieger, die die Unterlegenen nicht nur mit Verachtung, sondern zudem mit kollektivem Verschweigen straft. In den Geschichten der deutschen Philosophie fehlt sein Name, auch in den Lexika. Damals wurde seine Schrift durchaus gelesen und war bekannt, sie verfiel der Zensur. Sie wurde diskutiert, doch eben nur in akademischen Kreisen. Schuld daran ist auch seine Orientierung an der kantischen Philosophie, was die Schrift schwer lesbar, vielleicht sogar langweilig macht. Denn Erhard fordert keineswegs im Sinne etwa französischer Pamphlete mit flammenden Appellen zur Revolution auf, sondern will streng theoretisch das Recht auf Revolution aus der menschlichen Existenz selbst ableiten. Ihm geht es um zweierlei. Einmal um die Rechtfertigung der französischen Revolution vor dem deutschen Publikum, das eint ihn mit Fichte, der von den deutschen Fürsten bekanntlich im Namen der französischen Revolution die Freiheit zurückforderte. Zum Zweiten ergeht die Aufforderung an das deutsche Volk, die Revolution zu machen. Zitat, so tut ein Volk recht, wenn es die Revolution macht. Doch sein Buch ist nur ein philosophisch-theoretisches Werk, dem unmöglich die Wirksamkeit beschieden sein konnte, die die französischen Schriften hatten, das vor allem unmöglich die Sans-Culottes in Bewegung bringen konnte, die es auch in Deutschland zwar gab, aber nur ganz bewusstlos. Dass Erhard beim Publikum nicht ankam, hat mit dem berühmt-berüchtigten Stand der sozioökonomischen Entwicklung in Deutschland zu tun. Es war noch immer das Land der Dichter und Denker, auch zu einer Zeit, als andere Länder sich bereits der Ökonomie zugewandt hatten. Erhard ist in Vergessenheit geraten, aber dem Freiherr von Knigge ist womöglich Schlimmeres widerfahren. Er wurde zum Benimm-Knigge degradiert. Sein Werk wird in den Lexika unter dem Namen »Über den Umgang mit Menschen« geführt und erschien 1788, dem Jahr vor der Französischen Revolution. Der tatsächliche Titel lautet anders. Das richtige Benehmen oder Ratschläge des freien Herrn Knigge, nicht des Freiherrn von Knigge, für den Umgang mit dem Despotismus. Knigge intendierte anderes als gutes Benehmen. Er war ein rigoroser Jakobiner, resoluter noch als Erhard, der sich eine eigentümliche Aufgabe gesetzt hatte, dem Bürger, dem Bourgeois zu demonstrieren, dass man vor Despoten keine Angst zu haben braucht, nur weil der Despot andere Umgangsformen an den Tag legt. Knigge fordert den Bürger also auf, sich diese Umgangsformen anzueignen, um den Despoten Paroli bieten zu können. Knigge ist damit sehr modern, denn auch die deutschen Gewerkschaften organisieren Kurse für ihre Funktionäre, die sie in die Aufsichtsräte entsenden. Benimmkurse, wie man mit einem Manager umgeht, damit man nicht von vornherein ins Hintertreffen gerät. Dies war Knigges Absicht, den Bürgern die Ängstlichkeit zu nehmen im Umgang mit den Fürsten. Nach der Französischen Revolution ging er allerdings noch weiter. Er begrüßte sie nicht nur, sondern machte Propaganda für sie. Sicherlich war auch sein Stil nicht unbedingt dafür geschaffen, volkstümlich zu sein. Seine wichtigste Revolutionsschrift von 1792 hat den wunderlich barocken Titel »Joseph von Wurmbrand, kaiserlich-abessinischen Ex-Ministers, jetziger Notar in der Reichsstadt zu Bopflingen, politisches Glaubensbekenntnis mit Hinsicht auf die Französische Revolution und deren Folgen«. Wo Bopflingen liegt, weiß nicht einmal der ADAC. Unter diesem so poetisch klingenden Titel werden allerdings ganz handfeste Forderungen erhoben. Unter anderem die, die Laternen einem humaneren Zweck zuzuführen, als dem, immer nur blöde die Straßen zu beleuchten. Trotzdem wurde Knigge vereinnahmt und zum Benimm-Knigge gemacht. Genauso vereinnahmt wurde das interessanteste Phänomen des anderen Deutschland, die Literatur des Vormärz. Der Vormärz wurde als Kultur vereinnahmt, sodass durchaus subversive Gestalten wie Heine zwar nicht zu Dichtern oder Schriftstellern degradiert, aber ihrer politischen Substanz beraubt wurden. Die Politik wurde zur Literatur, und so konnte die Sprengkraft ihrer Gedanken nicht zum Zuge kommen. Dabei ist, was das Verhältnis der Aufklärung zum Volk betrifft, zu bedenken, dass die Literaten des Vormärz keineswegs für das Volk schrieben, im Gegensatz zu denen der Französischen Revolution. Man denke nur an die Auseinandersetzung zwischen Diderot und Voltaire. Voltaire wollte nicht für das Volk schreiben. Diderot hielt die Popularisierung des Wissens für die wahrhaftige Aufgabe der Enzyklopädie. Dieser Sachverhalt, im Abseits der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu stehen,
wird daran ersichtlich, dass erst der Weberaufstand von 1844 stattfinden musste, damit die deutschen Dichter sich dieser Realität erinnerten. Heines Weberlied wurde ja postfestum gedichtet, der Aufstand selbst war eine spontane Revolte, war die Ankündigung einer proletarischen Bewegung, die ohne Inspiration durch irgendwelche literarischen, politischen oder sonstigen Schriften ihre Bahn fand. Eine Ausnahme ist Georg Büchner. In der Bewertung Büchners muss man allerdings vorsichtig sein. Nicht, weil er etwa nicht hätte wirken wollen, die anderen wollten im Grunde nicht wirken, sondern weil er zu früh gestorben ist. Doch sein Hessischer Landbote von 1834, der die berühmte Aufforderung enthält, den Hütten den Frieden zu bringen und den Palästen den Krieg, man hat ihn die erste sozialistische Flugschrift genannt, hat im Laufe der revolutionären Wirren von 1848 zweifellos gewirkt. Büchner erreicht hier eine neue Qualität der Agitation, ein neues Niveau im Appell zur Emanzipation. Ihm gelingt es, in seinem Hessischen Landboten zwei Momente zu verbinden, die sonst immer auseinanderfielen. Appell zur Revolte einerseits, statistische Analyse andererseits. Er fordert nicht nur die Hütten auf, sich gegen die Paläste zu erheben, sondern er beschreibt auch empirisch, was Elend, was Armut ist. Zwischen Subversion und Revolution findet sich eine andere literarische Gestalt, die im Gegensatz etwa zu Heine politisch tätig war. Eine Gestalt, die wiederum in der bürgerlichen Geschichtsschreibung nicht besonders populär ist, die aber dafür umso mehr von der Geschichtsschreibung der Arbeiterbewegung berücksichtigt wurde. Wilhelm Weitling. Sein politischer Aktivismus beschränkte sich nicht darauf, im Bund der Geächteten und später im Bund der Gerechten zu arbeiten, sondern er war mit Blanqui am Aufstand von 1848 beteiligt. Seine 1843 erschienene Schrift Evangelium des armen Sünders knüpft im Grunde an chiliastische Gedanken an. 1848 tritt dann ein neues Subjekt auf die weltgeschichtliche Bühne, praktisch wie theoretisch, die proletarische Bewegung. Was Praxis und Theorie dieser Bewegung angeht, so ist manifest, dass in ihr keineswegs alle Widersprüche verschwanden, auch dann nicht, als sie eine revolutionäre Bewegung geworden war. Die Auseinandersetzung zwischen der Anarchie und dem Marxismus in der Ersten Internationale, wobei die Sache selbst verdeckt, zum Teil verschärft wurde durch die Reduzierung des Konflikts auf die persönliche Auseinandersetzung zwischen Marx und Bakunin, war keineswegs der Kampf des anti-autoritären Prinzips gegen das Autoritäre, sondern es war der ganz und gar persönliche Streit zweier zutiefst autoritärer Knochen, von denen keiner nachgeben wollte und jeder den anderen aufs Mark beschimpfte. War der eine ein schmutziger Slave, dann der andere ein preußischer Jude. Die Geschichte der Arbeiterbewegung zeigt, dass sich im Spannungsfeld dieser Positionen tatsächlich, wenn auch nicht in Mitteleuropa, so doch anderswo, die Emanzipation entfalten konnte. In Mitteleuropa besaß die Sozialdemokratie zwar einen Querkopf in Johann Most, er aber wurde 1880 ausgeschlossen und ging nach Amerika, um dort die anarchistische Bewegung mitzugestalten. Wichtiger war die Auseinandersetzung in den romanischen Ländern und im zaristischen Russland. Diese Formen der Arbeiterbewegung enthalten, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, Subversives und Revolutionäres. Zwar gab es auch in Deutschland eine revolutionär-syndikalistische Strömung, aber sie wurde durch die Übermacht der Sozialdemokratie marginalisiert, anders in den romanischen Ländern und in Russland. Dort existierte nicht eine von vornherein einheitliche Arbeiterbewegung. Zum einen gab es ohnehin nur wenige Arbeiter, zum anderen war zunächst die Präsenz der Volksfreunde, dann auch der Anarchiker, viel stärker als in Deutschland. Die verschiedenen Formen der Arbeiterbewegung kommen also auch daher, dass in der deutschen Sozialdemokratie Marx und Lassalle zusammenkamen, während in der französischen, italienischen und spanischen Arbeiterbewegung, zum Teil auch in der russischen, Marx und Bakunin zwar widerwillig, aber schlussendlich doch zusammenfanden. Ein neues Subjekt hatte also die Weltbühne betreten. Nach 1848 begann es sich zu Wort zu melden, sich zu organisieren, bis hin zur Oktoberrevolution. Und damit hatte sich eine ganz andere Situation ergeben, aber den Zeitungen und der Tagesschau zufolge ist es so, dass dieses Subjekt und seine innige Verbundenheit mit Vernunft und Kommunismus mittlerweile selbst Geschichte sind, so dass man fragen muss, ob die subversive Linie auf das Zeitalter der Restauration zurückgeworfen ist. Erstens das Subjekt, zweitens wir alle. So muss nun am Ende gefragt werden, hat, was auf der Spurensuche nach der subversiven Theorie aus der Versenkung geholt wurde, nur einen historiografischen oder hat es auch einen praktischen Wert? Hat die Subversion noch eine Zukunft, eine historische Perspektive?
Es versteht sich, dass die subversiven Elemente in ihrer eigenen Substanz, in ihrer eigenen Qualität anerkannt werden müssen. Man darf also aus Thomas Müntzer keinen Atheisten machen, denn er war keiner, erst recht nicht im modernen Sinne des Wortes. Aber die Frage, ob sie uns nicht etwas zu sagen haben, bleibt. Nicht in ihrer gewiss zeitlich bedingten Anschauung und Theorie, sondern in der Perspektive. Diese Perspektive wäre nicht inhaltlicher, sondern substanzieller Natur. Denn darin bestünde sie, dass die subversive Linie nun, da die Revolution ad acta gelegt worden zu sein scheint, fortgehen soll. Am Anfang unserer Beschäftigung mit der subversiven Theorie standen zwei Definitionen, eine aus einem realsozialistischen und eine aus einem bürgerlichen Lexikon. Ich habe darauf hingewiesen, wie verblüffend ähnlich sich diese Definitionen sind. Die Subversion gilt als von außen gesteuerte feindselige Tätigkeit, auf der einen Seite gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, auf der anderen gegen den realen Sozialismus. Jetzt haben wir eine ganz neue Lage und demnächst wird es wahrscheinlich nur noch eine Definition geben, eine einheitliche, dem gemeinsamen Haus entsprechend. Diese Definition der Subversion wird dem Baustil des Architekten entsprechen, also sehr stabil sein und massiv. Besonders schön wird sie nicht sein, dafür aber unwirtlich. Wer also eine gewisse Sympathie für die subversive Linie hegt, hat sich auf eine neue Unwirtlichkeit vorzubereiten. Gleich ob Eva oder Prometheus, der Subversion steht Unwirtliches bevor und die Elemente, die sich ihr zurechnen, werden wieder einmal lichtscheue, finstere Elemente sein, weil die einzige Lichtquelle in den herrschenden Werten liegt. Wenn jedoch das Licht des erneuerten Wertesystems in Wirklichkeit nicht strahlt, wenn Geborgenheit nur im Dunkeln zu finden ist und bei den dunklen Männern, dann wiederum wäre die Subversion das wahre Licht. Diese Vorlesung war der Versuch, die Subversion auf den Begriff zu bringen, das heißt die gängigen Darstellungen zu überwinden und zu einem Kriterium der Subversion zu gelangen, zu einem Begriff, der entscheiden hilft, ob Subversion, also Umwälzung, tatsächlich stattfindet. Was Umwälzung sei, wurde anhand des kategorischen Imperativs bestimmt, aber nicht anhand des Kantischen, sondern anhand des Marxischen. Alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein gedemütigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes und verächtliches Wesen ist. Marx also. Und jetzt erheben sich zwar keine Zweifel, aber doch Einwände, denn dieses Motto macht im Grunde doch den Kern des kommunistischen Projekts aus. Was Marx mit dem kategorischen Imperativ sagt, sei eigentlich das Projekt des Kommunismus, ein Satz, der die Revolution einläuten soll. Aber, so kann man in der Bild-Zeitung lesen, der Kommunismus ist tot. Norberto Bobbio, der große alte Mann der italienischen politischen Philosophie, hat in einem Zeitungsartikel all diejenigen, die den Kommunismus für tot halten, des Illusionismus bezichtigt. Er unterscheidet den historischen Kommunismus vom wirklichen. Der historische hat viele Formen, denn es gibt nicht nur den Parteikommunismus der Sowjetunion, es gibt nicht nur den marxischen Kommunismus, sondern es gibt auch den der linken Sophistik des alten Griechenlands, dazu noch die falsche Form des Kommunismus bei Plato, weiter den von Campanella und Morus, alles Formen von Kommunismus, die historisch und also überholt sind. Doch das hat mit dem wirklichen Kommunismus, mit seiner Realisierbarkeit nichts zu tun. Was die Frage angeht, ob der Kommunismus überhaupt zu realisieren ist, müssen zwei Aspekte beachtet werden. Zum einen, ob das revolutionäre Projekt in sich konsistent ist, und zum anderen, inwiefern es tatsächlich den Bedürfnissen der Leute entgegenkommt. Denn ein revolutionäres Projekt, das zwar voller schöner Ideen ist, aber, um mit Marx zu sprechen, die Massen nicht ergreift, ist illusionär. Eine Idee wird nur in dem Maße zur materiellen Gewalt, indem sie die Massen ergreift. Zur Beförderung der Subversion muss anderes unternommen werden, als es die deutschen Intellektuellen im Vormärz taten. Das heißt, man darf seine subversiven Gedanken nicht für sich behalten oder sie literarisch verpacken wollen. Warum aber sagt Bobbio, dass es eine Illusion sei, den Kommunismus für tot zu erklären? Im Grunde paraphrasiert er nur den kategorischen Imperativ. Solange auf der Welt nicht Millionen, sondern Milliarden von Menschen im Zustand der Unterdrückung und Ausbeutung leben, kann der Kommunismus unmöglich tot sein. Und Bobbio folgert mit einer für einen bürgerlichen Philosophen verblüffenden Dialektik, der Kommunismus kann nur dann erledigt sein, wenn man ihn verwirklicht hat. In der anbrechenden Kälte der neuen Weltordnung müsste sich die subversive Theorie ihre geschichtliche Aufgabe aufs Neue aneignen, die darin besteht, immer dann das andere zu vergegenwärtigen, wenn die Aktualität der Revolution bis auf Weiteres suspendiert worden ist. Dann ist die Zeit nicht so sehr der subversiven Aktion als der subversiven Theorie.
Die Subversion ist eine Arbeit auf die Revolution hin. Sie ist nicht die Revolution selbst, doch ist sie notwendig, um der Revolution behilflich zu sein in der schwierigen Zeit des Überwinterns. Das ist nicht das erste Mal der Fall. Es hat im Laufe der Geschichte immer wieder Perioden des Überwinterns gegeben. Man denke nur an die Ära Adenauer und ebenso eine Zeit scheint bevorzustehen. Solche Zeiten muss die Revolution überdauern und dabei hat ihr die Subversion behilflich zu sein. Ob daher Kommunismus, Revolution und revolutionäres Subjekt tatsächlich tot sind, bleibt dabei eine offene Frage. Spinoza, Hegel und Marx ist der Totenschein wiederholte Male ausgestellt worden. Na und? Was ins Haus steht, ist eine sehr harte, mühselige Maulwurfsarbeit. Sie ist alles, was heute zu tun bleibt. Natürlich ist Maulwurfsarbeit nicht sonderlich befriedigend, denn ein sichtbarer Erfolg bleibt naturgemäß aus. Es ist eine Arbeit, die man auf sich nimmt, ohne zu wissen, ob sie jemals zu einem guten Ende führt. Eine Arbeit, deren Wert für die geschichtliche Perspektive im Ungewissen bleibt. Man muss ein Maulwurf auch dann sein, wenn viele Illusionen zerstoben sind. Vielleicht gibt es Leute, die sich auch in der Aufbruchsstimmung der späten 60er keine Illusionen gemacht haben, die sich schon damals bewusst waren, dass man noch einiges wird aushalten müssen, die sich daher nicht der Illusion hingaben, im Osten liege die utopische Gesellschaft. Und es mag Illusionen geben, die existenznotwendig sind, doch oft ist es nötig, sie zu ernüchtern. 1968 habe ich dem Rudi Dutschke eine schöne Illusion zerstört. Wir trafen uns auf einer Party, er stürmte ins Zimmer, er war überhaupt ein sehr stürmischer junger Mann, kam auf mich zu und sagte, wenn wir uns verbinden, können wir demnächst in Berlin die Räterepublik ausrufen. Da genügte die einfache Bemerkung, und was machen wir mit den Besatzungstruppen? Was macht die Berliner Räterepublik mit den amerikanischen, englischen und französischen Soldaten? Die Illusionen sind zerstört, die Weltlage ist widersprüchlich und da ist es gut, eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. Den Vorwurf des Illusionismus kann man gegen seine Urheber wenden. Und damit komme ich zum Schluss, der da lautet, dass der Kommunismus passé sein soll, dass die Gesellschaft der Freien und Gleichen tot sein soll, dass die liberale Demokratie und der nackte Kapitalismus den Endsieg über die Geschichte errungen haben sollen, das ist die Illusion der bürgerlichen Jahrtausendwende. Musik.